Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fable 3. Und wie grimmig schaut da der Held rein. Sieht ja schrecklich aus mit seiner dicken Keule. Und was sehen wir hier noch? Da hinten noch ein Help-Plakat. Und ha, Wauzi, unser treuer Schoßhund, sitzt hier auch. Ja, du schaust mich so an. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich stecke mal schnell die Waffe ein. Denn wir sind ja auf dem Weg zu einem Grab. Ein Grab von einer Dame. Oh, da geht's lang. Ich mag den Winter am liebsten, vor allem den Schnee. Und es sterben so viele Leute. Oh, ja. Eine hasserfüllte Stimme. Wer kann das wohl sein? Das ist wieder... Oh, hab euch gar nicht bemerkt. Wie ist das, wenn man so unbedeutend ist? Ist wieder so ein scheiß Zwerg. So, eigentlich die, mag ich ja Zwerge, aber die sind mir echt unsympathisch. Sag mal her. Bam, das war der vierte schon. Uiuiui. Gut, dann lasse ich gleich das Schießeisen draußen. Und wir laufen weiter. Gut, auf der einen Seite hasse ich die. Uiuiuiui. Meine lieben Damen und Herren, das sieht doch mal geil aus. Da sehe ich auch ein ganz großes Ausrufezeichen. Was hat das zu bedeuten? Geht's jetzt hin? Ach so, hier. Ah, hier ist auch ein Friedhof. Und Wauzi bellt schon wieder. Der hat einen Schatz gefunden. Ah, klasse. Ist ja doch nützlich. Das war der 9. Schlüssel. Oder ne, der 8. Entschuldigung. Ja, ich will jetzt hier keine Leichen ausgraben, mein Lieber. Na, hoffentlich ist was Ordentliches drin. Ein Buch. Ja, dieser Band hat eine kalte Aura und scheint in Menschenhaut gebunden zu sein. Hui, das klingt ziemlich böse. Ihr könnt Sommersprossen erkennen. Er beinhaltet dunkle Zauber und Riten. Besonders bösartig klingt das Rezept für Rhabarber-Eintopf auf der letzten Seite. Sehr gruselig, wirklich. Ein Rhabarber-Eintopf. Ach, hey. Was passiert denn jetzt hier? Ich ahne nichts Gutes. Hey! Was macht ihr damit? Oh nein, das Buch! Vorsicht! Ach, schön gemacht! Ja, alte Schachtel, ich hab dein Buch mit den bösen Rezepten. Die Rosen! Gerade gegossen! Ich sehe da keine Rosen. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber ich... Habt ihr es echt gezeigt? Also die Mutter ist ja echt nicht nett, du. Das muss schon mal so gesagt werden. Ne? Gibt's gleich einen auf die Nuss? Treuer Freund, helf mir am Schluss. Habt ihr das Gefühl, das sind hier... 90% der Kämpfe trage ich gegen Skelette aus, also. Ich hätte einen epischen Drachen freuen. Jetzt hauen die sich schon gegenseitig alle kaputt. Du! Aber achtet auf den Grabstein! Ist jetzt gut, dass das die Viecher machen oder dass das nicht machen? Immer mehr. Na, nicht wirklich. Na komm, gut, gut, gut. Gott, wer zaubert denn da? Spektakulär! Und wie? Na, hörst du auf? Lässt dich in Ruhe? Ich glaube, das war jetzt der letzte. Ach, da steht doch noch. Zeigt es mir jetzt.
was? Den Kerl habt ihr es echt gezeigt! Ich dachte, er hätte euch! Gut, das scheint wieder ein langer Kampf zu werden. Ihr seid richtig gut! Was sind das da für welche, du? Ach gut, das jetzt weiß ich auch, wer hier dieses Elektro-Bolz auf mich haut. Nicht freundlich, vielleicht wirklich nicht. Gut. Aber achtet auf den Grabstein! Ach, der Schlag hat gesessen. Gute Show. Er kommt, jetzt traut sich wieder keiner mehr ran. Ich habe meinen Hammer aufgeladen und jetzt ist es sauer. Euch macht im Tumult keiner was vor. Dazu kommt es jetzt echt nicht. Und der letzte kriegt jetzt noch einen Deckel. Vorsicht! Ach, schön gemacht. Gott, da stehe ich total im Weg. Er scheint immun zu sein gegen Elektrizität. Irgendwie geht da gar nichts runter. Na, Schießeisen. Was auch absolut gar nichts nützt. Ich hätte mich nie so lassen können, ich so schrecklich. So, und jetzt lebt nur noch dieser Boss. Da habe ich mich mal total getäuscht. Ich bin schon wieder halb gestorben. Reicht's aber wirklich, jetzt sollte ich wirklich aufpassen. Hab keine Lust zu sterben. Ach Gott, Akarion. Stell dich jetzt nicht so dumm an. Das war verdammt knapp. Ja. Dann lädt er jetzt gar keine Energie mehr auf, beziehungsweise kein Leben. Muss ich das jetzt hier mit dem Revolver versuchen? Ach Gott, wie ich so das hasse. Ja, und ich werde ruhiger, denn ich habe überhaupt gar keine Lust zu sterben. Muss ich jetzt doch etwas konzentrierter kämpfen? Was hat denn der da für eine Maus auf dem Kopf? Und Männer sind ja bekanntlich nicht multitaskingfähig. So zumindest das Gerücht. Keine Ahnung, ob es stimmt. Nee, das ging doch doch. Ja, irgendwie hat er rumgebackt. Ja, sammle noch 4 von diesen Siegel. Diese hohlen Männer haben euch wirklich keine Probleme bereitet. Ja, ich dachte, das wollt ihr dieses Buch nicht behalten? Bei euren Fertigkeiten ist es bei euch sicherer als in meinem Grab. Es ist auch ziemlich unbequem. Gut, dann gehe ich mal wieder rein. Und wenn ihr meine Söhne sehen solltet, sie sollen zum Essen zurück sein, wenn ihnen ihr Leben lieb ist.
die Söhne auch nicht tot? Waren die doch nicht lebendig? Ich bin da gerade etwas verteilt. All die Jahre eures jungen Lebens auf einem Bauernhof in der Provinz haben euch ruhelos gemacht. Wer weiß, welcher Tagtraum in euch den Wunsch nach Abenteuern aufflammen ließ. Als das Fernweh entbrannte, ließ es euch keine Ruhe mehr. Selbst eine nüchterne Betrachtung der Sachlage und die Aussicht auf eine berufliche Perspektive im Bergbau konnten euch nicht abhalten. Eure Eltern versuchten, mit euch zu reden, aber die Einwände der Alten überzeugen die Jugend vom Lande nicht. Und daher steht ihr jetzt am Scheideweg. Es ist ein schöner Weg, mit frisch gestrichenen Schildern und einer Bank. Wenn ihr nach Osten wollt, zur unheilvollen Ruine, schlagt Seite 2 auf. Um nach Westen zu gelangen, zum uralten Wald, schlagt Seite 4 auf. Wollt ihr nach Norden, zu den schneebedeckten Bergen, schlagt Seite 156 auf. In den Süden, also zurück nach Hause, kommt ihr, wenn ihr diese Seite erneut lest. Okay, das war jetzt das gesuchte Buch und wir können jetzt rein theoretisch zurückreisen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die jetzt waren. Waren die hier? Was brauche ich hier überhaupt? Noch gar nichts. Wo waren jetzt eigentlich die Brüder, die ich jetzt hier suche? Die waren doch nicht so weit weg. War das hier? Müssen das da öffnet das Grab? Nein, das möchte ich nicht. Ja, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Ach Gott, da muss ich ein bisschen besser aufpassen. Ja, wo war das denn jetzt? Verfluchter Mist. Bauersturmmarkt. Nein, ich reise erstmal dahin. Schnellreise. Zack. Reise wir mal dahin und dann. Okay, vielleicht war es doch ein Fehler. Ja, wir finden schon den Weg. Früher oder später. Der Blöndschopf, der da die Ratte frisst. Die kandierte Ratte. General Martins. Ja. Hat anscheinend Pech gehabt. Sein Lauf war verstopft. Na gut, nicht sein Lauf. Der Lauf des Revolvers. So, jetzt haben wir einen Bauerstone. So, und jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückdackeln. Ach, herrje. Laufwege. Ich hasse sie. Und hier irgendwo war doch das letzte Mal auch ein Zwerg. Ich glaube, da ist mir ja ziemlich doll auf die Eier gegangen. Ich hoffe, den finde ich irgendwann nochmal. Aber die kleinen Ratten, die verstecken sich ja ziemlich gut, ja? Lästige Viecher. Ich bin ja normalerweise immer ein ganz großer Zwergensympathisant, aber... Hier, diese Gartenzwerge, die gehen mir doch ziemlich auf die Nerven. Na los doch, was nehmt ihr? Ach, Kinder noch mitten in der Nacht hier. Rennen hier noch rum. So gehört sie es nicht, meine Lieben. Die gehören ins Bett. Gut, und noch mehr Kinder, hallo? Kommt ihr gerade von der Arbeit nach Hause? Kinderarbeit und so, ja. War sehr beliebt, sicherlich hier. Oder ist sehr beliebt hier. Muss man besser auszudrücken. Ja, eins sage ich euch noch. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dieses Fable Let's Play hier
weiterführe. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch nur die Hauptquests und die ganzen Nebenquests und das ganze kleine Gezocks, das lasse ich jetzt erstmal links liegen. Weil sonst könnte dieses Let's Play bestimmt leicht über 100 Folgen dauern, also. Und irgendwann lässt auch die Motivation dann vielleicht nach und dann hat man auch keinen Bock mehr. Aber das werden wir früher oder später sehen. Zum Reden. Und andere Male dann wieder. Nur